Ja, hallo, grüß Gott. Ich heiße Eugen, wohne in wunderschönen Kärnten in Klagenfurt. Bin 73 Jahre alt und suche auf diesem Wege eine Frau, der ich auch sympathisch bin und die mir sympathisch ist und die wir die letzten Jahre gemeinsam mit viel Elan und Liebe und Gemeinsamkeit zusammen machen können. Ich möchte jetzt in diesem Augenblick mich bei allen Damen ganz herzlichst bedanken, dass sie mir so nett geschrieben haben. Ich habe alle Briefe zweimal gelesen. Wirklich? Dann kriege ich einen Brief aus der Schweiz. Da darf ich das einmal so zeigen. Da hat mein Herz aber gesagt, es ist eine Frau mit Gefühl. Also unglaublich, die legt er wirklich alles da hinein. Und die nehmen Maschen runter und der Brief war also so toll geschrieben, also fast wie ein Gedicht. Und dann haben wir jetzt eigentlich bis jetzt 4 Wochen lang jeden Tag eine Stunde, eineinhalb Stunde gesprochen. Und ich habe sie dann eingeladen vor einer Woche nach Klagenfurt. Und also von Anhieb an hat es funktioniert, also muss ich sagen. Und ich bin eigentlich jetzt sehr glücklich, nicht, dass ich die Erika gefunden habe. Ja, Erika, wie haben Sie ihn denn gefunden? Also ich habe diese Sendung Liebesgeschichten gesehen. Und die erste Sekunde, wo ich ihn gesehen habe mit dem roten Pullover sitzen, das ist mein Mann, den möchte ich haben. Ich muss sagen, ich habe etwas gefunden, das von Dauer ist, von Nachhaltigkeit, bis wir halt nicht mehr sein. Und so denkt man auch. Und wir haben uns von Anhieb verstanden. Das war eine Harmonie, wie ich es noch nie erlebt habe. Wir sind uns so ähnlich. Wir treffen uns in der Wohnung meistens auf dieselben Punkte, weil das so harmonisch abläuft. Und ja, wir sind beide Schöngeister, lieben Kultur und reisen sowieso. Wir haben sehr, sehr viel erlebt. Und was ich gelernt habe, wo ich zum Eugen gekommen bin, mit seinen Schwestern, die er hat, die sind mir gewesen, dann haben sie Rome Cup gespielt. Und dann habe ich mal zugeguckt und dann habe ich gedacht, so was Doofes. Also Leute tun da die Steine rumschieben und so und da spielen die mit. Nein, sowas. Und jetzt spielen wir fast jeden Tag. Ja, irgendwie eine Stunde, manchmal zwei oder so, wie wir wollen. Und das ist wie eine Sucht jetzt. Und das haben wir gemeinsam, dieses Rummy Cup spielen. Gell? Es gibt eine Phase, wo man verliebt ist. Gell? Das hat eh lange gedauert. Wirklich 3 Jahre. Also, aber dann wird man ruhiger, stiller. Aber das Sommergehörigkeitsgefühl, das ist unglaublich. Also man kann sich nicht mehr vorstellen, dass man da alleine durch die Welt geht. Wir gehören einfach zusammen. Wir bleiben immer zusammen. Ja. Er hat gesagt, wir werden sowieso 100, nicht? Also ja, er ja, sowieso. Ja. Ich weiß es ja, nicht. Auch, aber ja, der Eugen, ich werde 100, hat er gesagt. Ja, ja. Also gut, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit, miteinander zu leben und schön zu was haben. Schatzele, bist du einverstanden mit ja, mir? Sicher, ja, sicher, mein Schätzelchen. Wie hält es mir noch? Mein Schätzelchen, sicher. Ja, okay. Gut, Schatzele. So, jetzt machen wir das. So, die gekauft. Silber mit Brillanten, gell? Ja. Schatzele. Wo hast du den Fingerle? So.
Wunderschön, wunderschön, die Brillanten. Ja. Jetzt nehme ich deinen, ja, gell? Also mein Schätzelchen. Ja. Jetzt sind wir für 100 Jahre verbunden. Ach, nur länger. Ich liebe das dich. Ist jetzt ich schön. Liebe. Ich, ja, liebe dich auch. Wunderschön. Mein Schätzchen. Ja. Sieg mal was. Ja, ja, weißt du. Meine roten Lippen, gell? Aber gut.